Herkese merhaba. Diyaloge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde iki arkadaşın arasında iş değişikliği hakkında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Wie geht es dir? Wie läuft's so? Mir geht es gut. Alles ist wie immer. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich habe eine neue Nachricht für dich. Ich wechsle meinen Job. Du hattest gesagt, dass du zufrieden mit deinem Job bist. Tekrar edelim. Wie geht es dir? Wie läuft's so? Mir geht es gut. Alles ist wie immer. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich habe eine neue Nachricht für dich. Ich wechsle meinen Job. Du hattest gesagt, dass du zufrieden mit deinem Job bist. Ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Job, aber ich habe von einer anderen Firma einen Job angeboten bekommen. Ich gratuliere dir. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Mein Gehalt wird sich geringfügig erhöhen, aber man hat mir eine leitende Position angeboten. Tekrar edelim. Ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Job, aber ich habe von einer anderen Firma einen Job angeboten bekommen. Ich gratuliere dir. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Mein Gehalt wird sich geringfügig erhöhen, aber man hat mir eine leitende Position angeboten. Sehr schön. Außerdem bezahlt mein Arbeitgeber die Hälfte meiner Wohnungsmiete und übernimmt einmal im Jahr meine Urlaubskosten. Wow, das ist ja klasse. Ich freue mich für dich. Tekrar edelim. Sehr schön. Außerdem bezahlt mein Arbeitgeber die Hälfte meiner Wohnungsmiete und übernimmt einmal im Jahr meine Urlaubskosten. Wow, das ist ja klasse. Ich freue mich für dich. Vielen Dank. Ich habe meiner Firma noch nicht gesagt, dass ich meinen Job kündigen werde. Ich habe es bisher nur dir erzählt. Du weißt, dass du sofort Bescheid geben musst. Tekrar edelim. Vielen Dank. Ich habe meiner Firma noch nicht gesagt, dass ich meinen Job kündigen werde. Ich habe es bisher nur dir erzählt. Du weißt, dass du sofort Bescheid geben musst. Ja, ich weiß, und das macht mir Stress. Ich mag meinen Chef und meine Kollegen sehr. Ich verstehe dich. Aber du musst ihnen auch Zeit geben. Ja, ich werde natürlich arbeiten, bis sie einen Ersatz für mich gefunden haben. Wunschpreis oder letzter Preis? Tekrar edelim. Ja, ich weiß, und das macht mir Stress. Ich mag meinen Chef und meine Kollegen sehr. Ich verstehe dich,
aber du musst ihnen auch Zeit geben. Ja, ich werde natürlich arbeiten, bis sie einen Ersatz für mich gefunden haben. Das ist eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr für dich. Danke sehr. Tekrar edelim. Das ist eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr für dich. Danke sehr. Tekrar edelim. Wie geht es dir? Wie läuft's so? Mir geht es gut. Alles ist wie immer. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich habe eine neue Nachricht für dich. Ich wechsle meinen Job. Du hattest gesagt, dass du zufrieden mit deinem Job bist. Tekrar edelim. Wie geht es dir? Wie läuft's so? Mir geht es gut. Alles ist wie immer. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich habe eine neue Nachricht für dich. Ich wechsle meinen Job. Du hattest gesagt, dass du zufrieden mit deinem Job bist. Ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Job, aber ich habe von einer anderen Firma einen Job angeboten bekommen. Ich gratuliere dir. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Mein Gehalt wird sich geringfügig erhöhen, aber man hat mir eine leitende Position angeboten. Tekrar edelim. Ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Job, aber ich habe von einer anderen Firma einen Job angeboten bekommen. Ich gratuliere dir. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Mein Gehalt wird sich geringfügig erhöhen, aber man hat mir eine leitende Position angeboten. Sehr schön. Außerdem bezahlt mein Arbeitgeber die Hälfte meiner Wohnungsmiete und übernimmt einmal im Jahr meine Urlaubskosten. Wow, das ist ja klasse. Ich freue mich für dich. Tekrar edelim. Sehr schön. Außerdem bezahlt mein Arbeitgeber die Hälfte meiner Wohnungsmiete und übernimmt einmal im Jahr meine Urlaubskosten. Wow, das ist ja klasse. Ich freue mich für dich. Vielen Dank. Ich habe meiner Firma noch nicht gesagt, dass ich meinen Job kündigen werde. Ich habe es bisher nur dir erzählt. Du weißt, dass du sofort Bescheid geben musst. Tekrar edelim. Vielen Dank. Ich habe meiner Firma noch nicht gesagt, dass ich meinen Job kündigen werde. Ich habe es bisher nur dir erzählt. Du weißt, dass du sofort Bescheid geben musst.
Ja, ich weiß, und das macht mir Stress. Ich mag meinen Chef und meine Kollegen sehr. Ich verstehe dich, aber du musst ihnen auch Zeit geben. Ja, ich werde natürlich arbeiten, bis sie einen Ersatz für mich gefunden haben. Tekrar edelim. Ja, ich weiß, und das macht mir Stress. Ich mag meinen Chef und meine Kollegen sehr. Ich verstehe dich, aber du musst ihnen auch Zeit geben. Ja, ich werde natürlich arbeiten, bis sie einen Ersatz für mich gefunden haben. Das ist eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr für dich. Danke sehr. Tekrar edelim. Das ist eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr für dich. Danke sehr. Tekrar edelim. Wie geht es dir? Wie läuft's so? Mir geht es gut. Alles ist wie immer. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich habe eine neue Nachricht für dich. Ich wechsle meinen Job. Du hattest gesagt, dass du zufrieden mit deinem Job bist. Ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Job, aber ich habe von einer anderen Firma einen Job angeboten bekommen. Ich gratuliere dir. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Mein Gehalt wird sich geringfügig erhöhen, aber man hat mir eine leitende Position angeboten. Sehr schön. Außerdem bezahlt mein Arbeitgeber die Hälfte meiner Wohnungsmiete und übernimmt einmal im Jahr meine Urlaubskosten. Wow, das ist ja klasse. Ich freue mich für dich. Vielen Dank. Ich habe meiner Firma noch nicht gesagt, dass ich meinen Job kündigen werde. Ich habe es bisher nur dir erzählt. Du weißt, dass du sofort Bescheid geben musst. Ja, ich weiß, und das macht mir Stress. Ich mag meinen Chef und meine Kollegen sehr. Ich verstehe dich, aber du musst ihnen auch Zeit geben. Ja, ich werde natürlich arbeiten, bis sie einen Ersatz für mich gefunden haben. Das ist eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr für dich. Danke sehr. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen zwei Freunden über einen Jobwechsel gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.